So, diese Folge dauert länger als gedacht, deswegen wird sie auf zwei Folgen aufgeteilt. Wir sind jetzt hier im Stadtbereich, in dem Bereich, in dem wir in der letzten Folge angekommen sind. Die Reliquie, die parke ich mal hier, die brauchen wir später noch, um das Ganze irgendwie fortzusetzen. Und dann grasen wir hier auf Festung Winchester jetzt erstmal die interessanten Informationen ab. Meter. Und da geht's hier direkt los. Die Fürth, eine Miliz. Unter Alfreds Regentschaft konnte jede Burg eine eigene Fürth aufstellen, eine Miliz von Kriegern. Dies bedeutete, dass es im Königreich von Wessex eine konstante Militärpräsenz gegeben hat. Laut der angelsächsischen Chronik teilte Alfred sein Heer in zwei Teile. Die eine Hälfte blieb zu Hause, wenn die andere im Einsatz war. Von letzteren Kämpfern wurde erwartet, bereit zu sein, die Burg zu verteidigen oder dem König und seinen Lords im Kampf gegen ihre Feinde beizustehen. Nicht alle Milizsoldaten der Fürth waren geübte Krieger. Eine reichere Fürth war mit besserer Ausrüstung und besseren Waffen versorgt und reichere Männer hatten mehr Zeit, sich für einen Krieg zu wappnen und zu trainieren. Ärmere Freileute, die stets arbeiten mussten, hatten dagegen weniger Gelegenheiten, ihr Kampfgeschick zu verfeinern. Der Speer war eine der weit verbreitetsten Waffen in diesen Milizen. Die eiserne Spitze konnte furchtbare Wunden aus einer gewissen Distanz verursachen, was von großem taktischen Vorteil war. Eine Burg war eine Stadt mit Festungsanlagen, die nahegelegene Dörfer vor Feinden schützen sollte. Sie wurden häufig in der Nähe von Flüssen errichtet, wo sie mit Kriegern, Barrikaden und anderen Verteidigungsmitteln Schutz vor gewaltvollen Überfällen versprachen. Einige Burgen wurden auf bereits existierenden römischen Mauern und Festungen gebaut und andere von Grund auf neu. Sie wurden mächtige Knotenpunkte der Gesellschaft, eine sichere Zuflucht, in der das Volk Schutz suchen konnte. Krieger brachten ihre Pferde vielleicht in den Ställen der Burg unter, sodass sie schnell in umliegende Dörfer reiten und diese verteidigen konnten. Es ist wahrscheinlich, dass die Burgen Wege hatten, sich untereinander zu verständigen und bei Gefahr zu warnen. Wurde eine Burg wie die hier gezeichnete angegriffen, entzündete man womöglich ein Leuchtfeuer, das aus großer Entfernung gesehen wurde und andere Festungen in Alarmbereitschaft versetzte.
Krieg und Politik. Wenn ein Häuptling stark genug wurde, versuchte er mit seinem Stamm die Nachbarstämme zu unterwerfen. Manchmal durch Gewalt, manchmal durch Bündnisse. Diese Machtkämpfe ließen die ersten Königreiche entstehen. Genau wie die Stämme versuchten später auch die Königreiche, sich gegenseitig zu unterwerfen. Ihr Ringen um Territorien führte zum Aufkommen stärkerer Königreiche, die die Schwächeren eroberten. Im 7. Jahrhundert waren nur noch ein Dutzend Königreiche übrig und im 8. Jahrhundert, als die Wikinger kamen, nur noch vier. Jedes von ihnen regierte über einen Teil des Landes und des Volkes im angelsächsischen Britannien. Ihre Gebiete wurden in sogenannte Heids, ähnlich der deutschen Königshufe, aufgeteilt, eine Einheit für Land, Reichtum und Bevölkerung. Dieses Manuskript ist ein Auszug aus dem Tribal Heidage, in dem die Anzahl an Heids für jeden Stamm festgehalten wurde. Im 12. Jahrhundert machte der als Henricus Huttindoniensis bekannte Historiker sieben von ihnen als die sogenannten großen Königreiche aus, deren neuzeitliche Namen Kent, Essex, Sussex, Wessex, Mercia, Ostanglien und Northumbria lauten. Im 16. Jahrhundert wurde dieser vermeintlichen Herrschaft der sieben Königreiche der Name Heptarchie gegeben, griechisch für Herrschaft der Sieben. Die legendären Brüder. Die Legende der Angelsachsen in Britannien beginnt mit zwei Brüdern namens Hengist und Horsa. Bei ihnen soll es sich um Krieger handeln, die aus den germanischen Landen verstoßen wurden und später angeblich die Angelsachsen und Jüten zu den Ufern Britanniens brachten. Der Legende nach reisten Hengist und Horsa nach ihrer Verbannung mit drei Booten über das Meer. Sie waren von Fortigern, dem Herrscher der ehemaligen römischen Provinz Britannia, angeheuert worden, um sein Volk vor Angreifern zu schützen. Im Ausgleich dafür bot er ihnen eine monatliche Bezahlung an. Die Brüder taten, was Fortigern wollte und besiegten seine Gegner. Doch als der Frieden errungen war, lud Hengist seine Familie und Freunde von der anderen Seite des Meeres ein, ihm nach Britannien zu folgen. Er sagte ihnen, dass genug Land für alle da sei und dass die bisherigen Bewohner zu schwach seien, um sich ihnen zu widersetzen. So kamen mehr und mehr germanische Stämme nach Britannien und die Brüder verlangten bald mehr Geld von Fortigern. Als ihre Forderungen immer höher wurden, weigerte sich Fortigern irgendwann zu zahlen. Als Antwort darauf zogen die germanischen Stämme in den Krieg gegen alle britischen Stämme und läuteten die angelsächsische Ära in Britannien ein. Laut Beda dem Ehrwürdigen, Beda Venerabilis, einem berühmten Mönch und Schriftgelehrten aus Northumbria, waren Hengist und Horsa direkte Nachfahren von Woden, der angelsächsischen Version des skandinavischen Odin. Woden ist hier als Urahn der Könige abgebildet. Bischöfe, geteilte Pflichten. Angelsächsische Bischöfe waren viel mehr als nur religiöse Führer in ihren jeweiligen Gebieten, sie waren auch Teil der politischen Elite. Manchmal waren sie deswegen zwischen diesen beiden Rollen gefangen. Christliche Bischöfe waren dafür verantwortlich, die Gläubigen in ihren Diözesen zur seelischen Erlösung zu führen. Sie stellten sicher, dass in ihren Gemeinden die heiligen Riten für Hochzeiten, Beerdigungen und Messen durchgeführt wurden,
Denn mit Hilfe dieser Sakramente konnten die Bischöfe alle Christen an der göttlichen Erhabenheit teilhaben lassen. Das Christentum und die Kirche wurden als ein und dasselbe angesehen und innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches repräsentierte der Bischof die gesamte Macht der Kirche. Jedoch gerieten die religiösen Pflichten eines Bischofs oft in Konflikt mit seinen weltlichen Pflichten. Angelsächsische Bischöfe gehörten zur herrschenden Elite und somit war es in ihrem Interesse, diese Elite zu schützen und zu bewahren. Was für die Elite am besten war, war aber nicht immer auch das Beste für das gemeine Volk, also die gläubigen Christen in den Diözesen. Bischöfe waren außerdem Vertreter der römischen Kirche, die ursprünglich eine ausländische Institution war. Gleichzeitig waren sie die privaten Ratgeber und Seelsorger der angelsächsischen Könige und es wurden von ihnen erwartet, dass sie ihnen dabei halfen, ihre Reiche zu verteidigen und auszuweiten. Bischöfe dienten also mehreren Herren und so konnte es zu Interessenskonflikten zwischen ihren Pflichten gegenüber dem einen und dem anderen kommen. Die Könige wiederum standen auch Gott gegenüber in der Pflicht. In dieser Illustration sieht man einen König, der St. Cuthbert besucht, der zu Lebzeiten der Bischof von Lindisfarne gewesen war. Dass der König zum Heiligen kommt und nicht andersrum legt nahe, dass der Heilige der mächtigere von beiden ist. Das Bild wurde vermutlich in Auftrag gegeben, um den Einfluss der Kirche auf weltliche Institutionen herauszustellen. Sieg und Taufe, Krieg und Politik. König Alfred hätte eine wichtige Schlacht in Edington gewonnen. Er hatte sie gewonnen. Es war jedoch seine Taktik nach der Schlacht, die sein politisches Genie offenbarte. Indem er Guthrum, einen besiegten Feind, taufte, sicherte sich Alfred einen anhaltenden Sieg. Indem er Guthrum taufen ließ, zwang Alfred seinen anhaltenden Feind, sich dem spirituellen System anzupassen, dem er selbst folgte, nämlich dem Christentum. Alfred setzte dieses System zu seinem Vorteil ein. Er setzte sich klugerweise als Guthrums Taufpate ein und indem er zu seinem spirituellen Führer wurde, erschuf er symbolische Verwandtschaftsbande zwischen ihnen. Die Taufe brachte allerdings auch Guthrum politische Vorteile. Als Alfreds Patensohn erhielt er den Status eines respektierten christlichen Anführers. Er wurde zum König Ostangliens ernannt und somit Mitglied eines kleinen Kreises angelsächsischer Monarchen. Guthrums Verwandlung in einen christlichen Herrscher war genauso ein politischer Sieg für den Nordmann wie für seinen Patenonkel Alfred. Diese Illustration zeigt eine idealisierte Taufszene aus einem epischen Gedicht, dem Chanson de Aspremont, das im England des Spätmittelalters beliebt war. Es stellt die Taufe von Balan dar, einem fiktiven königlichen Boten von der iberischen Halbinsel am Hofe Kaiser Karls dem Großen. Das alte Münster. Es war die erste Kathedrale, der Sitz eines Bischofs in Winchester. Der erste Bischof, der sich dort niederließ, war der Sachse Wiene, der später der Bischof von London wurde. Die erste Kathedrale von Wessex wurde um 640 von König Kenwal und dem heiligen Birrinius, einem fränkischen Missionar, erbaut. Sie befand sich allerdings weiter im Norden in Dorchester-on-Thames und nicht direkt in Winchester. Als der Bischofssitz einige Jahre später nach Winchester verlegt wurde, war das Münster womöglich das erste Steingebäude, das seit Abzug der Römer Jahrhunderte zuvor in Winchester errichtet wurde. Dieses Bild aus Assassin's Creed Valhalla zeigt, wie das Entwicklungsteam das majestätische Innere darstellte. Die Kirche wird sich in jener Zeit jedoch viel enger angefühlt haben, da das Gebäude selbst schmaler war und viele Nebenkapellen und Altäre in den Ecken und Nischen hatte.
Der verbrannte Weihrauch und der Rauch der Wachskerzen wird außerdem für eine schwüle Atmosphäre gesorgt haben. Münzfunde aus dieser Periode legen nahe, dass zwischen 871 und 878 neue Münzprägestätten etabliert wurden, darunter auch eine in Winchester. König Alfred prägte dort Münzen mit einem höheren Silberanteil. Alfred brauchte immer mehr Münzen, um die Söldner zu bezahlen, die er zum Schutz von Wessex angeheuert hatte, und Tribute an nordische Eindringlinge zu entrichten. Aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen entschied sich Alfred schon vor dem Sieg über den Wikinger-Anführer Gudrum dafür, wertvollere Münzen mit einem höheren Silberanteil prägen zu lassen. Der höhere Silbergehalt könnte Alfreds Art gewesen sein, eine neue Ära des Wohlstandes für Wessex anzukündigen. Allerdings bedeutete ein höherer Silbergehalt auch eine stabilere Geldwirtschaft, da sich die Menschen schon auf den reinen Materialwert der Münzen verlassen konnten. Nach seinem Sieg gegen Guthrum halfen die neuen Münzen auch dabei, Alfreds neuen Reichtum und seine Macht zur Schau zu stellen. Die Geschichte von Winchester erstreckt sich viele Jahrhunderte in die Vergangenheit. Zur Zeit der Angelsachsen war die Stadt ein bedeutendes religiöses und politisches Zentrum. Als die römischen Legionen den Süden Britanniens einnahmen, sollen sie an einem alten Versammlungsort des Stammes der Belgar gesiedelt haben. Die Römer errichteten dort eine Stadt namens Venta Belgarum, Markt der Belgar. Die von Steinmauern umgebene Stadt entwickelte sich zum Zentrum der Gegend für die nächsten Jahrhunderte. Nachdem die römischen Anführer Britannien verlassen hatten, fielen die Sachsen ein und beanspruchten Venta Belgarum für sich. Laut Beda dem Ehrwürdigen, einem Mönch aus Northumbria, nannten die Sachsen die Stadt Uintan Caestir, die ummauerte Stadt Uenta. Im Zuge der Christianisierung der Region wurde die Stadt zum Sitz des Bischofs Wine oder Wein. Er war der Erste, der im Old Minster der angelsächsischen Kathedrale von Winchester zum Bischof geweiht wurde. Winchester, hier abgebildet, stand in Verbindung mit dem Königshaus von Wessex und war, wie schon früher für die Römer und Sachsen, auch in der angelsächsischen Ära Britanniens ein wichtiges Zentrum. Man geht davon aus, dass das Kochen in den angelsächsischen Haushalten Aufgabe der Männer war. Frauen und Kinder könnten allerdings bei der Vorbereitung des Essens geholfen haben. Die Reichen und Mächtigen ließen das Kochen von Sklaven errichten. Bei ärmeren angelsächsischen Familien waren die Küche und das Wohnzimmer keine getrennten Räume. Einige reiche Freie und Aristokraten konnten es sich aber vermutlich leisten, die Küche in einem separaten Nebengebäude unterzubringen. Töpfe und Pfannen wie diese bestanden teilweise aus Gusseisen, meistens jedoch aus Keramik.
Das Kochen konnte über ein Herdfeuer vollzogen werden, indem ein Topf entweder über das Feuer gehängt oder direkt in die Glut gestellt wurde. Fleisch wurde möglicherweise mit Hilfe von Spießen zubereitet, um das Fleisch über einer Flamme zu grillen. Als Keolas, daher deutsch Kerl oder Freileute, wurden nicht adlige Untertanen eines Königreiches bezeichnet. Diese arbeiteten vor allem auf Bauernhöfen und in der Landwirtschaft und es gab viele verschiedene soziale und ökonomische Klassen innerhalb dieser Personengruppe. Das Hauptkriterium für die Unterteilung der Klassen von Freileuten war ihr Grundbesitz. Land bedeutete Wohlstand und je mehr Land ein Zeol hatte, desto höher waren der soziale Status, die dazugehörigen Privilegien und der Lebensstandard. Am unteren Ende der sozialen Leiter befanden sich die Zeolas mit wenig Land. Diese Freileute konnten ihre Familie nicht ernähren und waren von einem adligen Herrn abhängig, um überleben zu können. Als Ausgleich für die Unterstützung durch den Adel wurde von ihnen erwartet, dass sie mindestens ein paar Tage die Woche auf dem Land des Herrn arbeiteten. Eine Stufe weiter oben standen Freileute, die genug Land besaßen, um ihre Familien zu ernähren. Sie arbeiteten gelegentlich für den Adel, um ihre Pacht leisten zu können. Am oberen Ende der Leiter befanden sich Freileute mit großem Landbesitz. Von ihnen wurde vermutlich nicht erwartet, dass sie auf dem Land des Herrn arbeiteten. Stattdessen bezahlten sie die Aristokraten für ihren Schutz mit ihrem Reichtum. Außerdem konnten sie dem Herrn Pferde und Nahrung oder verschiedene Dienste anbieten, seine Hecken schneiden, Fallen auslegen, um Hasen oder andere Tiere zu fangen, in der Kirche in seinem Namen Opfergaben darbringen, Erledigungen machen oder Zäune reparieren mit Werkzeugen wie diesem Zimmermannsbeil. Da König Elfred eine historische Persönlichkeit ist, hatten die Entwickler reichlich Material, das bei seiner Gestaltung half. Einige bekannte Eigenschaften wie Alter, Größe und Hintergrund wurden möglichst genau übernommen. Er sollte jedoch gleichzeitig königlich als auch etwas geschwächt wirken, denn er litt an Morbus Crohn. Dieser Kontrast kam bei der Gestaltung seiner Kleidung, seiner Frisur und seines Gesichts zur Geltung. Da er zu den Hauptcharakteren von Assassin's Creed Valhalla zählt und oft in Nahaufnahmen zu sehen ist, war ein möglichst detailgenaues Design von höchster Wichtigkeit. Allein die Gestaltung seiner Haare hat 10 Tage gedauert. Assassin's Creed Valhalla spielt in einem politisch sehr angespannten Klima. Die englischen Königreiche kämpften gegeneinander und gleichzeitig gegen Wikingerangriffe von außen. Deswegen werden Karten im Spiel als Schlachtpläne dargestellt und Schachfiguren benutzt, um Freund und Feind auseinanderzuhalten. Das 3D-Team hat sich von den Figuren eines frühen skandinavischen Spiels namens Hnefatafl inspirieren lassen und diese mit den Lewis-Schachfiguren kombiniert. Diese wurden in Schottland gefunden und sind im 12. Jahrhundert aus Walross und Walzähnen geschnitzt worden. Dieses Design stellt also eine einzigartige Verbindung von englischen und skandinavischen Wurzeln dar.
Bruder Elric, endlich erhalte ich dich zurück. Durch die göttliche Fügung. Und die meine. Ich war es, der deine sichere Heimkehr zur Bedingung für Gudrums Aufgabe machte. Dann bin ich auch dir dankbar, mein Herr. Und du bist mit der Reliquie von Ilge zurückgekehrt. Ich war bereit, die Dänen zu jagen, um sie zu holen. Doch wie ich sehe, hast du dich dieser Sache angenommen. Mit Gudrums Hilfe, ja. Du sprichst selbst nach vielen Monaten als sein Gefangener so freundlich von ihm. Du bist wahrlich ein Beispiel für die Gnade Christi. Nun komm, wir haben eine Taufe zu planen. Die Taufe wird bald beginnen. Deshalb habe ich den Namen Adelstan für dich ausgewählt. Sicher findet er deine Zustimmung. Jarl Gudrum, dass du nun schließlich in Frieden in unsere Stadt kommst, erfüllt mein Herz mit Freude. Dir scheint es gut zu gehen, Elric. Die Freiheit tut dir gut. So wie ein Leben im Dienste Christi dir gut tun wird. Fürwahr. Zögern wir diesen freudigen Moment nicht länger hinaus. Si igitur vis ad vitam ingridi serva mandata. Diligis dominum deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et proximum tuum sicut te ipsum. Amen. Acipe signum crucis tam in fronte, quam in corde summe fidem celestium preceptorum, et talis esto moribus, ut templum Dei iam esse possis. Amen. Amen.